Ne, dann bist du ja nur wieder dran. Ja, mach doch einfach. Ja gut, 3, 2, 1. Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Gamsing im Duell gegen MacBobo. Ja. So Leute, ich bin mal mit meinem Fass schon bis zum Milchfilter gefahren, um die Milch zu verladen. Die werden wir nämlich jetzt verkaufen fahren. Jupp. Mach das mal. Ja, okay. Ich habe mir bei Tino das Fass hier ausgeliehen und schon ein bisschen Gras bei mir im Hof. Die Walze. Walze geholt für 250 pro Folge. Werde wahrscheinlich 2-3 Folgen brauchen. Da mal wieder ein kleines Geschäft gemacht, der McManus, aber okay. Gar nicht. Ist ja kein Geschäft, Alter. Ist da eher geschenkt. Das ist erstmal so. Ja, wir hatten nämlich bei der Folge ein paar Probleme gerade gehabt, deswegen mussten wir die eine Folge wegschmeißen und nochmal neu machen. Und also wir haben schon eine Folge aufgenommen, eigentlich genau. Die Freitagsfolge, aber die haben wir jetzt wieder gelöscht. Genau. Man muss einfach ehrlich sein. Freezy hat die ganze Zeit, also wirklich die ganze Zeit, Probleme bei sich auf dem Hof gehabt. Und hat nichts, also in der Folge in dem Sinne, gar nichts Produktives gemacht. Und da habe ich gesagt, ja komm, dann nehmen wir neu auf, weißt du jetzt wie es geht und gut ist. Also, man sieht mal wieder, selbst mit meinen Gegnern gehe ich um wie mit einem eigenen Familienmitgliedern. Das ist der absolute Wahnsinn. So Leute, deswegen nochmal, ich hatte in der einen Folge was gefragt. Und zwar, wo haben wir es denn? Da, hier. Ich produziere ja Mist. Mist produziere ich aber leider nicht so viel, dass ich sagen kann, gut, ich kann damit meine ganzen Felder filmen und so, deswegen soll ich mir das hier kaufen? Sag mir jetzt, was es ist. Nein. Der macht ja eine Geheimnistuerei. Also du willst aus Mist und Wasser, willst du was produzieren? Eigentlich nicht. Was produzierst du aus Mist und Wasser? Das will ich jetzt wissen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Mr. McManus. Schon scheiße, wenn man sich nicht mehr muten kann, wa? Ja. Also, Mist und Wasser. Was produzierst du aus Mist und Wasser? Das will ich jetzt mal wissen, ey. Ohne Mist. Also, Schlamm. Weißt du? Das kann ja nicht sein. Was soll das sein? Schlamm produziere ich daraus. Was produziert Schlamm? Was will der aus Mist und Wasser produzieren? Ja, Schlamm. Ja, Schlamm, jetzt quatsch ja kein Zahn locker. Ja, so. Was ist Mist und Wasser? Ach du Scheiße, hier bin ich aber richtig an. Jetzt werde ich versuchen, da hochzufahren. Idiot. Scheiße, wie komme ich denn da hoch jetzt? Ich hätte vorher schon abbiegen sollen. Na egal, fahren wir außen rum. Mist und Wasser. Was will der aus Mist? Ist es was Platzierbares? Nee. Also es ist schon ein Gerät oder was? Ja, es ist ein Gerät. Also was du hinter den Traktor hängst? Genau. Mist und Wasser. Ja. Und was kommt da raus? Schlamm. Zum dritten Mal jetzt. Verdammt nochmal. Was denn für Schlamm? Schlamm. Modder, Dreck, Schlamm. Und was machst du damit? Löcher stopfen oder was bei dir auf dem Hof? Ja, da. Gut, jetzt kommt's. Okay, pass auf. Wir haben ein Ding drauf, damit kann ich aus Mist und Wasser kann ich daraus Schlamm herstellen. Dann haben wir ein platzierbares Objekt, das nennt sich Lehmziegeln. Und die kann ich mit einem platzierbaren Trigger setzen und verkaufen. So bekomme ich Geld. Was? Ja. Moment, Mistgülleanlage haben wir zum Beispiel. Ja. Nee, das meinst du ja nicht. Nee. Was haben wir platzierbar? Wo sollen das sein? Unter platzierbare Objekte. Wie sollen das heißen? Ich glaube Lehmwerk. Bist ja, du im Lehmwerk. Richtigen Modpack, Alter? Ja, Lehmwerk. Hier, vorletzte. Bei platzierbare Objekte? Platzierbare Objekte. Also wir haben unterschiedliche Modpacks wahrscheinlich. Ja, glaube ich nicht. Ey, Alter.
Ey, Alter. Ey, das machst du nicht schon mal, du Spasti. Ey, du bist so ein Spasti. Jetzt hast du mich echt getriggert, ey. Du kleiner Kacklappen, ey. Jetzt hast du mich wirklich getriggert. Das gibt's gar nicht. Okay, muss ich dazu sagen, das ist jetzt, ja, da bin ich ein bisschen reingefallen. Alter, wie komme ich denn bitte zur Milchbude? Wo muss ich denn hier langfahren? Milchbude ist, glaube ich, hinter meinem Hof irgendwo. Ich hätte vom Shop links abbiegen müssen. Oh, nee. Und Feld 8 habt ihr mir abgeraten zu kaufen, Leute, weil Feld 8 und 9 wo miteinander verbunden sind. Das heißt, man kann keinen Helfer fahren lassen. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Das ist ein sehr wertvoller Tipp. Fuck, ey. Ein Umweg hier. So, was machst du jetzt mit Mist und Wasser? Es gibt nämlich nichts. Jawohl. Nee, es gibt nichts. Du laberst hier nur. Was machst du mit Mist und Wasser? Es gibt kein Anbaugerät, was Mist und Wasser zu irgendwas macht. Ja, gut, wenn du das meinst. Ich traue mich, dass unser Modpack nicht kennst, ey. Ja, wie traurig, dass dich die Zuschauer darauf hinweisen müssen, dass du es kennst. Lol, ey. So ein Großmaul, ey, das gibt's ja gar nicht. Boah, ja, in der Fitter, Alter, du wirst. Wenn du wüsstest, wie es dir jetzt gehen würde, das ist die Freitagsfolge, würdest du nicht mehr lachen. Da war er nämlich schon mit mir im McFit gewesen, ey. Unglaublich. Absolut unglaublich. Das gibt's gar nicht. So, aber denk dran, nicht zu vergessen, du musst mir sagen, wenn du was kaufst. Also wir müssen das sagen, wenn wir was kaufen. Das ja. Also. Nein, dann kauf das mal, los. Nee. Kauf das jetzt! Was denn? Ich fahr jetzt bei dir in die BGA, Alter, und schütt dir alles voll Milch. Da ist deine ganze Gärreste versaut. Alter, danke für eure Ärgerung. Ja. Vor allen Dingen leitet sich meine Walze aus, hier steht sie. Gott verlassen an der BGA. Ja, ich habe da jetzt schon das erste Mal 100% verdichtet. Jetzt gibt das andere Zeug da drauf, da muss ich nachher nicht so viel verdichten. Ja, wegen mir. Da fährt er da oben. Da die Kohle kommt. Fährt er da oben sein Fass. Junge, sind 20.000 Liter Milch drin, du wirst gleich erstarren von meinem Kontostand. Ich traue mich jetzt einfach mal hier den Feldweg runterzufahren. Ich glaube, das ist zwar keine gute Idee, aber... Ich benutze mal deine Feldwege, gell? Ja, mach mal. Stand da dran für landwirtschaftlichen Betrieb. Ist ja, glaube ich, ein Traktor hier. So. Auf zum Milchbude, ey. Boah, das erste Mal, dass wir von den Kühen, jetzt hätten wir gleich süßes Drescher noch abtanken können, wenn wir einen Anhänger da gehabt hätten. Da ist nichts drin. Das erste Mal, boah, sind wir einen Umweg jetzt gefahren, leckt mich am Arsch, die Folge kann ich auch nicht hochladen. Ey, was ist denn nur los hier, ey? Ja, aber es wurde ja von einem Zuschauer auch geschrieben, ich würde sehr, sehr produktiv sein und sehr viel arbeiten und Physi würde nur chillen und hätte trotzdem mehr Geld. Das ist irgendwie komisch. Aber abgerechnet wird trotzdem zum Schluss, ja? Und derjenige ist sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Verstehe ich zwar nicht so richtig, weil die Spannung ist ja eigentlich schon raus. Oh, leck. Toll. Was ist los? Ich habe übelst Lecks. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Was hast du gemacht? Versuch zu verkaufen. Die Milch zu verkaufen. Jetzt hast du wieder Leck, oder? Ja. Oh, leck mir am Arsch. Alter, was ist hier los? Der mäht da nicht mal. Springt 100 Kilometer nach vorne und mäht nicht. Ey, was ist das denn? Hilo! Ja, was denn? Dann sag doch vorher Bescheid. So, Bruder, aus, wir warten. Was, wenn du fertig bist? Ja, der verkauft das nicht. Du hast auch noch 90% Milch drin, Alter. Was machst du denn da? Das gibt's ja nicht. Das
gibt's ja gar nicht. Schon fertig hier mit Koban. Läuft doch, Bro. Läuft. Ja. Er verkauft wieder. Da geht nichts raus aus dem Tank. Du bist aber bei deinem Milchträgerverkauf, ja. Ja. Da geht nichts raus. Oh Mann. Also das ist schon nicht mehr, das ist schon nicht mehr fair, was mit mir hier gemacht wird, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Das ist echt nicht fair. Das kann ja nicht wahr sein. Das gibt's ja gar nicht. Ja, gar nichts. Naja, von zusehen mit Klarkops. Ja, ist klar, ne? Kann ja nicht sein. Wieso verkauft er das nicht? Mix Sale. Haben wir noch einen anderen gekauft? Ich mach noch mal. Gibt's ja nicht. Der verkauft das nicht. An dem Sell-Trigger. Okay. Warum? Das weiß ich nicht. Boah. Ach komm, ey, hör doch auf. Das kann ja nicht sein, ey. Warte mal. Das Admin einloggen. Du freest einfach das Spiel. Ja, ich merke das. Kann nicht sein. Also normal ist das nicht mehr. Normal ist das nicht mehr. Erst kannst du keine Milch laden. Na gut, das lag an dem Dings. Wieso kann ich denn die scheiß Milch nicht verkaufen? Ey, das ist doch ein schlechter Witz, oder? Tja, dann wäre ich wohl, habe ich wohl die Arschkarte, dass ich die Milch abholen lassen muss. Warte doch erstmal auf die Kommentare ab. Das kann draußen mal noch irgendwo platzieren.
Unglaublich. Da fahre ich hierher wie so ein Idiot. Vorsicht. Verkauft die Milch nicht. Och Mann, ey. Warum nur? Gut, ich lasse den jetzt erstmal hier stehen und warte wirklich mal die Kommentare ab, aber das glaube ich wird wohl eher nichts. Der muss abgetankt werden. Alter Schwede. Fuck, ey. Wird so schön die Milch jetzt hier verkaufen. Ja, und weil ich immer überall dagegen fahre, es tut mir wirklich leid, ich versuche mir da echt Mühe zu geben, aber der Hof ist einfach so verfickt eng, das ist einfach zum Kotzen. Ja, da muss ich aber recht geben, ich war auch gerade da, die Silobalze abholen, das ist ja echt die Hölle. Ja, also es ist hier wirklich pervers. So. Ach komm, bald, ich bin einen Tag weg, ey. Was los? Ich schreib mich zu, oh, vermisst die. Was? Frauen, Frauen, Frauen. So. Daneben. Schauen wir mal eben kurz hier rein, meine lieben Freunde. Und dann. So, tanken wir den mal schnell ab, dass der hier weiterarbeitet. Das war von Lohnunternehmen, ist noch nicht zugeordnet. Sonst wollen wir überlegen, den Scheller am Meinhof hinzustellen. Wen? Den Rübenernter oder Kartoffelernter. Warte mal, Wolle. Okay. Ein paar mehr Schafe können es dann vielleicht doch sein, oder? Ich muss jetzt immer ein Vorgewende fahren, ne? Nochmal bitte. Ich muss immer ein Vorgewende fahren, wenn ich den Helfer da aktiviere, ne? Ja, einmal außenrum die Bahn machen, dass er halt eine saubere Kante erkennt. Warte mal, wie sind der Stand der Felder überhaupt? Müssen wir das Strom runterholen? Waren hier der Stand? Grobart. Stufe 1. Gut, Grobart, Düngestufe 1. Passt. Dann bestellen wir erstmal das Feld wieder. Den könnten wir tatsächlich mal überlegen. Warte mal. Ach so, ein B-Drax haben wir noch mit drauf, siehst du? Als neue Mods. Welchen haben wir denn hier gekauft von diesem kleinen Moment? Den haben wir gekauft, ja.
verkaufen. Oh, der ist aber teuer. Müssen wir mal gucken. Den würde ich vielleicht ganz gerne mal eintauschen hier, weil der ein bisschen, naja, mit dem Düngerstreuer da hinten dran so gar nicht klar kommt eigentlich. Mit seinen Wheelies, die er hier immer macht. Ist zwar lustig, aber bringt uns ja nicht viel, wenn wir nur immer im Zaun hängen. Gut, meine Lieben, aber wir sind erstmal fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen ab, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Füßi vorbei und ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.